FC Gütersloh gegen den TuS Erntebrück hieß es am vergangenen Sonntag im Heidewaldstadion. Ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften, ein Sieg musste her, wenn sie oben dran bleiben wollten. Holger Wortmann konnte aus dem Vollen schöpfen und brachte entgegen aller Ankündigungen Manuel Bölzler in der Startformation und Gianluca Mazzullo stürmte von Anfang an. Nur Julius Eckert musste verletzungsbedingt passen. Für ihn spielte Marc Birkenhake. Der Turn- und Sportverein aus Erntebrück ist ein heißer Kandidat für das obere Tabellendrittel. Und Trainer Schnorrenberg sprach vor dem Spiel von einem Duell auf Augenhöhe. Und genau das sollten die über 600 Zuschauer zu sehen bekommen. Von beiden Seiten kam zunächst wenig Zwingendes. Die Gäste aus Erntebrück am Drücker, dank starker Zweikämpfe und einem strukturierten Angriffsspiel. Die Hintermannschaft des FCs ließ aber kaum etwas zu und machte ihren Job gut. Wirkliche Torchancen ließen erstmal auf sich warten. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. In der 17. Minute waren die Gütersloher dann zum ersten Mal am Zug. Vukovic mit einer tollen Flanke, doch Mazzullo segelt knapp am Ball vorbei. Gütersloh kam viel über die Flügel, doch ein Abnehmer von Birkenhakes, Vukovic oder Schuberts Flanken wurde nur selten gefunden. In der 30. Minute gab es dann die erste Chance der Gäste. Tuisus kam von der rechten Seite, sieht Ziegler, der sich gegen Schubert durchsetzen kann, bedient Schilamow und Josvik pariert diesen Schuss Weltklasse. Glück gehabt. Beide Mannschaften jetzt mit mehr Drang Richtung Führungstreffer. Doch die Abwehrreihen standen sicher, ein Durchkommen war an diesem Tag für beide Mannschaften schwer. In der 40. Minute verpasste Vukovic noch knapp die Führung per Kopf. Den nächsten Angriff leiten die Gütersloher über die linke Seite ein. Birkenhake spielt den Ball durch die Schnittstelle in Mazzullos Lauf. Janis Kraus nutzt den Abwehrfehler und Mazzullo schiebt den Ball locker ins Tor zur Führung. In der Wiederholung sieht man nochmal deutlich, wie Janis Kraus dem Abwehrspieler den Ball vom Fuß schiebt und Mazzullo ganz geschmeidig links am Torwart vorbeilegt. Stark gemacht, 1:0 war dann auch der Pausenstand. In Halbzeit 2 kam der FC besser aus der Kabine und dominierte von Anfang an das Geschehen. Marc Birkenhake mit toller Vorarbeit, doch Vukovic köpft knapp übers Tor. Schön zu sehen, dass sich die Gütersloher nicht hinten reinstellten und auf Konter lauerten, sondern das Spiel nach vorne weiter durchzogen. Aber auch die Gäste wollten diesen Rückstand nicht hinnehmen und erspielten sich Chancen. Zum Glück hat bei diesem Schuss Florian Kraus seinen Kopf dazwischen. Die Hintermannschaft der Gütersloher machte heute einen super Job und ließ kaum etwas im Strafraum zu. 60. Minute und Ecke für Gütersloh. Lars Beugmann steigt höher als Torwart Becker. Schubert schießt und Erntebrück klärt auf der Linie. Danach ließ die erste Halbzeit grüßen. Weder Gäste noch Gastgeber brachten irgendetwas Richtung Tor zustande. Richtig spannend wurde es erst wieder in der Schlussphase. Erntebrück drängte auf den Ausgleich. Öncü fasste sich ans Herz und schoss aufs Tor. Josvik macht das wieder klasse und rettet die Führung. Florian Kraus bekommt hier gerade noch sein Bein dazwischen und verhindert Schlimmeres. Das war's, Gütersloh gewinnt sein zweites Heimspiel in dieser Saison. Holger Wortmann rannte überglücklich übers Spielfeld und bedankte sich bei jedem seiner Spieler. Ja, vor dem Spiel wurde gesagt, heute kann man ein Spiel auf Augenhöhe erwarten. In etwa kann man sagen, aber ihre Mannschaft hat, glaube ich, einfach mehr gekämpft. Ja, also Erntebrück hat das auch toll gemacht und es ist ja sicherlich eine tolle Mannschaft, die letztes Jahr ganz hervorragend abgeschnitten hat, sich im Grunde noch verstärkt hat. Und insofern habe ich ihm vor dem Spiel gesagt, dass es eine ganz, ganz harte Nummer wird. Ich kann nur noch mal wiederholen, was ich die letzten Wochen eigentlich schon sage. Ich bin unglaublich stolz auf diese Mannschaft, weil die sich in alles reinschmeißt. Und es ist unheimlich schwierig im Moment gegen uns zu spielen, glaube ich, weil wir ziemlich eklig kämpfen. Insofern, glaube ich, ist das sicherlich für jeden Gegner schwer. Ich will nicht sagen, dass wir mehr gekämpft haben als Erntebrück, aber wir haben, finde ich, auch so ganz gut Fußball gespielt. Wir haben das Tor sehr schön rausgespielt, hätten danach zwei, drei Situationen vielleicht noch ein bisschen besser ausspielen können. Aber grundsätzlich haben wir das Spiel in meinen Augen verdient gewonnen, auch wenn es hinten heraus natürlich noch ein bisschen eng und knapp wird. Aber das ist immer bei einem 1:0. Und ich glaube, was sehr oft nicht gesagt wird, aber die Hintermannschaft hat heute mal einen richtig guten Job gemacht. Die Hintermannschaft plus Torwart. Ja, also der Josi hat uns sicherlich in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten mit der tollen Aktion, die er da gemacht hat. Und im Grunde ging da auch so ein gewisser Ruck auch nochmal durch die Mannschaft, um da einfach auch nochmal so ein bisschen mehr dagegen zu halten. Also das war schon von der Nummer 1 bis, weiß ich nicht, Nummer 5, 14 eine tolle Leistung. Die Gütersloher Spieler bedanken sich bei den Fans für die großartige Unterstützung, eine tolle Atmosphäre, die hier im Heidewaldstadion so lange gefehlt hat.
Die Trauer über die knappe Niederlage sah man den Erntebrücker Spielern an. Ja, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Oberligaspiel gesehen mit sehr, sehr viel Tempo. Ja, ich glaube, sogar in der ersten Halbzeit haben wir die größte Chance, in Führung zu gehen durch André Schilamo. Geraten in Rückstand durch Mazzullo, der natürlich heute mehrfach seine Klasse auch gezeigt hat. Für mich war es ein leichtes Ziehen an unserem Innenverteidiger, also Foulspiel. Aber er setzt sich gut durch, macht das überragend. Im Endeffekt war das dann das Tor des Tages. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum wir heute dann vielleicht nichts mitnehmen können. Der eine ist die Effektivität im Abschluss. Ja. Und dann war es natürlich so, dass wir nachher nicht ganz konsequent bei unserer Chancenverwertung waren. Ich glaube, den Jungs kann man gar keinen Vorwurf machen. Ich habe auch eben gesagt, sollen den Kopf nicht hängen lassen, weil wir ein gutes Spiel gezeigt haben. Leider fahren wir ohne Punkte nach Hause. Ein guter Start für die Gütersloher in die bisherige Saison. So kann es am Mittwoch im Westfalenpokal gegen den SC Wiedenbrück weitergehen. Das nächste Heimspiel bestreitet der FC am 22.09. um 15 Uhr gegen Westfalia Rühne.